Zieh durch, Marvin, zieh durch, hast du! Rüber! Oh. Hey Sportsfreunde und willkommen zu einem neuen Kreisliga-Video hier auf Sports Buddies. Freunde, heute ist wieder ein wichtiger Kreisliga-Sonntag oder ein Kreisliga-Mittwoch, denn jetzt, jeden Mittwoch kommt Kreisliga um 14 Uhr, meine Damen und Herren. Und hier haben wir schon die Aufstellung. Nils im Tor, Spinny links, Daniel, René bilden die Innenverteidigung. Der Tim rechts, Lars Moritz, der auch wieder dabei ist nach seiner Knieverletzung, auf der 6. Schröti links, mein Bruder, Matchwinner von letzter Woche und Doppelpack-Torschütze, rechts. Jan auf der 10 und Marvin wieder vorne drin. Freunde, es ging gleich gut los mit der ersten Chance nach 2 Minuten. Und das, Tim, rums! 1:0. Ging das wieder alles viel zu schnell? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Es war gleich die erste Möglichkeit. Langer Ball von Jan. Und da, ja, steht der Tim einfach perfekt und knallt das Ding unter die Latte. Ja, frühe Führung, 1:0 schon. Da freut sich auch der Ralf, unser Trainer. So, Freunde. Und hier gleich mal mit der nächsten Chance. Der Marvin kann schießen, tritt am Ball vorbei. Ich weiß nicht ganz genau, was da passiert ist, aber das war seine 100%ige. Im Gegenzug wieder das Ding nach vorne quergelegt auf Schröti. Der schießt den Torwart an. Der Ball prallt vom Torwart auf den Gegenspieler. Und so passiert das Eigentor. Also 2:0 steht es. Also hier sehen wir es nochmal. Angeschossen. Der Abwehrspieler läuft rein und der versucht den zu klären, rutscht mit dem Ball ins Tor rein. Das ist mal wieder Kreisliga vom Allerfeinsten. Meine Damen und Herren, aber jetzt kam nochmal Velate nach vorne. Und wir haben wieder ein Geschenk verteilt. Wir sehen es hier. Es wird natürlich sofort signalisiert vom Schiedsrichter. Es gibt Elfmeter. Wir schauen uns das Ganze in der Wiederholung nochmal an. Wir sehen es hier. Der René kommt einen Schritt zu spät, trifft ganz klar den Gegner. Das weiß er auch. Das ist Elfmeter. Und wie letzte Woche, ja, kriegen wir ein Elfmeter-Tor, Freunde. Der Anschlusstreffer 2:1, also nur noch die Führung. So, jetzt wieder Velate mit einem Freistoß, aber den können wir relativ schnell hinten rausboxieren. Und dann gleich der Gegenzug über Lars. Und der ist verdammt schnell, meine Damen und Herren. 1-gegen-1 Situation. Alle Zuschauer stehen auf. Und er macht es nicht. Er macht es nicht. Und wir sehen es schon. Die Zuschauer heben die Arme nach oben. Den muss er machen. Auf der linken Seite gab es dann nochmal eine Einwurfsituation für uns. Und dann jetzt hier die schöne Flanke auf den zweiten. Das, mein Bruder, rums. Zweites Mal in der Startelf, meine Damen und Herren. Und er macht sein drittes Tor. Und ja, Wahnsinn. Also er stand einfach wieder perfekt. Der zweite Pfosten, wie eben schon Tim, der stand da perfekt. Und hier ist sein Jubel, sein Aaron Rodgers WWE-Gürteljubel. Also ja, sein Signature-Move. Und wir sehen nochmal hier die Entstehung vom dritten Tor. Also 3:1 die Führung. Einwurf war die Situation. Dann ist es Schröti, der die Flanke spielt. Der Ding wird immer länger. Mein Bruder rums nagelt das Ding rein. Wenn der Torwart drangegangen wäre, dann hätte er morgen noch seine Hand suchen müssen, weil die durch die Luft geflogen wäre. Also 3:1 die Führung. Und wir sehen es bei Velate. Da haben sie schon langsam aufgehört, Fußball zu spielen. Da passierte nicht mehr viel, aber es gab eine kleine Tätigkeit in Anführungszeichen. Wir schauen nochmal hin, was war denn jetzt da wirklich passiert? Der Schiedsrichter, ach, der hat es auch nicht wirklich gesehen. Das ist Kreisliga, sehen wir jetzt hier. Der tritt da unten rechts am Bild dem Moritz einfach auf den Fuß, weil da vorher Diskrepanz war und die beiden eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten. Alles nicht so schlimm, es gab nur eine gelbe Karte und ja, ihr kennt das ja, Kreisliga, jeder ist ein Trash-Talker. Und dann wieder Moritz. Der regt natürlich auf erstmal, aber der Schiedsrichter beurteilt das nicht so, denn es ist Vorteil. Und dann wieder auf Außen. Schröti setzt sich die Linie durch. Ihr seht das jetzt. Chippt den Ball auf den zweiten, der Lars, mit dem Kopf. Und da ist es. 4:1, Freunde. Hier nochmal die Entstehung. Marvin mit der Vorbereitung zu Schröti. Der zieht nach innen. Sonst zieht er ab. Hier sieht er nochmal den Lars auf 2. Schön den Kopf gehoben. Und der Lars muss das Ding nur noch einnicken. 4:1, also bis jetzt der Zwischenstand. Und wir haben nicht aufgehört in der ersten Halbzeit, haben weiter Fußball gespielt und haben Velate zu Fehlern gezwungen. Wie hier in der Situation,
Und das macht der Marvin wirklich clever. Legt nochmal quer ab auf den Schröti. Und der macht es. Hier nochmal die Entstehung. Erst der Ball von Lars, dann wieder der Marvin. Und Schröti mit links. Rums. Schaut den Keeper aus. Und das war sie. Die 5:1 Führung. Zweite Halbzeit, Freunde, wurde ich eingewechselt. Hier war ich gerade mit dem Kopf zur Stelle. Und dann geht es wieder schnell über unseren Sechser, den Jan, wieder Doppelpass, 6:1. Meine Damen und Herren, aus den letzten Spielen haben wir wirklich viele, viele Tore gemacht. Wir hätten nicht so viele kassieren dürfen eigentlich. Also wenn ich jetzt mal das letzte Elfmeter-Tor rechne und diese Woche wieder, kannst du schon mal 2 abziehen. Wir legen uns die Dinger selber rein, aber auch Velate legt sich die Dinger selber rein. Schaut es euch an, da passiert nichts mehr da hinten in der Abwehr. Da spielt auch keiner mehr mit. Jetzt muss der Marvin querlegen, das macht er. Und dann muss er den noch machen, der Lars. Den muss er machen und der Torwart. Wie ein Handballkeeper ficht das Ding da mit der Sohle noch heraus. Aber es bleibt beim 6:1. Velate versucht es nochmal nach vorne. Ich kann das Ding wieder klären und meine Klärungsversuche werden immer mehr zur Vorlage. Nochmal Velate und der spielt zu Jan. Und jetzt haben wir wieder Platz vorne. Und der ist schnell, der Lars. Der ist wahnsinnig schnell. Legt jetzt quer. Der Keeper hat ihn sicher. Nein, hat er doch nicht. Marvin hat ihn sicher ins Tor boxiert. Wir sehen es nochmal hier in der Wiederholung, wie es passiert ist. Der Keeper mit den Flutschfingern. Oh, oh, was ist da passiert? Und dann kommt Marvin und kann das Ding ja reinmachen. Freunde, ey, 7:1. Was ist da eigentlich los bei Bruch? Die Torfabrik. Aber wir hatten noch nicht genug. Wir waren weiterhin hungrig. Es steht ja erst 7:1. Jetzt mal eine kuriose Szene. Das kennt man nur aus der Kreisliga. Der Jan trifft den Gegner. Der geht zu Boden und der Schiedsrichter pfeift nicht. Und es heißt ja immer, das Spiel ist erst vorbei oder es ist erst eine Pause, wenn der Schiedsrichter pfeift. Macht das nicht, geht es weiter und somit zählt auch das Tor. Wir sehen es hier nochmal. Der trifft ihn natürlich unten. So, der nimmt sich aber die Kugel, keiner spielt mehr weiter. Kuriose Szene in der Kreisliga. Haut mal einen Kommentar dazu raus, meine Damen und Herren. 8:1 also. Aber, wie gesagt, wir haben nicht aufgehört. Da kam nochmal eine Flanke, da kommt Tim wieder. Ja. Der Tim mit dem zweiten Tor. Eigentlich war es ein Eigentor, aber ich sag mal, das war 100% Tims Möglichkeit. Deswegen schreiben wir das Tim auch mal gut. 9:1 also, Freunde. Aber, wie gesagt, das war es noch lange nicht hier. Denn da gab es nochmal diese Situation. Wieder Abwehrfehler und der Marvin, der denkst du jetzt, der hebt den über den Torwart. Aber der Torwart hebt den selber zurück. Denn der Torwart, der möchte das Spiel nochmal spannend machen und kommt aber nochmal zurück, Freunde. Der holt sich das Ding. Der weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Und wir können das nicht machen, somit bleibt es erstmal beim 9:1. Aber wieder gut geholt und jetzt sehen wir es hier, Foulspiel eigentlich an den Jan. Und was jetzt passiert, finde ich richtig kurios. Der Bernhard geht dahin, es ist ein Foulspiel, Bernhard hat schon gelb und folgerichtig ist es gelb-rot. Aber warum zückt der Schiedsrichter überhaupt gelb, wenn er vorher das Foul an Jan pfeift, ist das gar nicht soweit, dass er überhaupt hier eine Karte für Bernhard zeigen muss, Freunde. Aber das ist typisch Kreisklasse. Kurios ist auch, dass derselbe Schiedsrichter im ersten Spiel gegen Liedberg, ja, den Marvin auch hochgezeigt hat. Also zweimal den Schiedsrichter gehabt, zweimal rot gezückt. Ist natürlich schade, somit ist Bernhard im Spitzenspiel nicht dabei. Und wir sehen es hier nochmal, Marvin mit dem Schlusspunkt 10:1. Freunde, der Kevin hat in der zweiten Halbzeit gefilmt, dazu gleich mehr und der hat 2 Tore nicht, ja, drauf. Also, da werden wir gleich nochmal sagen und haben das Spiel natürlich gewonnen. Ich gebe ab an die Kommandozentrale. Und da sind wir auch schon wieder, meine Damen und Herren. Nach dem Kreisligaspiel wieder in der Kommandozentrale. Ja, wir haben mal wieder gewonnen, Freunde. Ich muss dazu aber sagen, dass ich in der ersten Halbzeit gefilmt habe und dann die Kamera an Kevin weitergegeben habe, der, ja, das andere Tor von meinem Bruder nicht drauf hat. Und er hat wieder einen Doppelpack gemacht. Ja. Zweites Mal Startelf, zweites Mal Doppelpack, das sage ich nur. Also Freunde, deswegen, er hat jetzt 2 Spiele gemacht, 4 Tore insgesamt und deswegen hauen wir jetzt mal 2x50 Euro PSN-Cards und Xbox-Cards raus. Also ihr müsst Folgendes machen, ihr müsst uns folgen, also ein Abo da lassen und euren schönsten Kreisliga-Moment in die Kommentare schreiben und mit etwas Glück gewinnt ihr dann die 50 Euro als PSN- oder Xbox-Card. Freunde, das war's mal wieder völlig hier von unserem Kreisliga-Video. Und ich muss dazu sagen, 3 Spiele, 44 Tore, das ist schon ordentlich. So, am Wochenende, Freunde, jetzt kommt nämlich dazu, bin ich leider nicht da, beim großen Kreisliga-Showdown. Der erste
aus Viersen mit einem Spiel mehr als wir. Ja, gegen den müssen wir antreten am Wochenende, am Samstag. Und ausgerechnet da muss ich leider arbeiten. Aber dieser Boy, der ist dabei. Ich bin da, ich bin da. Der macht sein drittes Spiel sehr wahrscheinlich in der Startelf. Und das bedeutet jetzt zweimal Startelf, zwei Tore. Wird die Serie halten, Freunde? Das sehen wir dann nächste Woche. Ich hoffe es natürlich, denn ich will Erster sein und ich will aufsteigen. Dann wird es auch endlich mal wieder soweit, dass wir oben stehen werden. Freunde, das war's vom Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von uns. Die letzten Worte jetzt an diesen Mann gerichtet, wie das Spiel spielt. Was sind deine großen Worte für das nächste Mal? Meinst du, die Bundesliga ruft an? Ich glaube, der Löw ruft an. Ich glaube, die brauchen in der Nationalmannschaft Verstärkung, Mittelfeld. Freunde, das war's auch völlig. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ne? Ciao.